So Leute, hier bin ich wieder bei Dragon Ball Xenoverse 2. Ich habe heute wieder eins oder zwei Charaktere, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das waren zwei für euch vorbereitet. Die gucken wir uns jetzt erstmal an. Dafür geben wir einen Offline-Kampf in 2 gegen 2. Und wir gucken mal. Also, wie gesagt, wir gehen hier nach der Reihe nach. Genau, der erste, den ich euch zeigen möchte, ist Goku Junior Super Saiyan 4 und ein Goku Super Saiyan 4 mit dieser Daishinkan-Kleidung. Was sie können, sehen wir uns gleich natürlich alles an. Wir haben als erstes den und kämpfen gegen CE18 und Krillin. So, wir gehen mal in der Stadt, waren wir auch schon lange nicht mehr. Und ja, wir gucken mal, was der Goku Junior so Schönes kann. Ob der empfehlenswert ist oder ob der einfach nur langweilig ist. Das sehen wir uns jetzt an. Deswegen machen wir mal ausnahmsweise heute wieder zwei Charaktere, weil sie beide zueinander passen. So, da sind wir auf jeden Fall. Verwandeln können wir uns leider nicht. Wir sehen schon eine kleine Attacke. Burst kam ja mal 10. Ja gut. Diese alle Attacken, die ich jetzt nicht hinbekommen sollte, gucken wir uns natürlich noch an. In Ruhe. Ja, das ist schon mal gut. Kam ja mehr mal 10. Naja. Okay. Oh, what? Warum ist hier auf einmal so? Ich hasse dieses Breaken. Ich sage, Xenoverse 2 wäre meiner Meinung nach perfekt, wenn dieses Breaken nicht so wäre. Und zack. Wir haben beide gleichzeitig schnell besiegt. Okay. So, jetzt sehen wir uns natürlich noch eben den anderen Son Goku an. Mit der Daishinkan-Kleidung. Da ist er auf jeden Fall. So, wie gesagt, alle Charaktere. Außer natürlich den Gogeta Zeno. Habe ich euch schon sonst gezeigt. Also den Gogeta zum Beispiel. Den Zeno zeige ich euch natürlich noch. Und ja. Er ist auf jeden Fall. Ja, jetzt leider kann er. Dreimal Warp Kamehameha. Der zweimal Warp Kamehameha. Das gucke ich mir gleich mal ganz genau an. Ah, Drecksau. Autsch. Ich hatte zweimal Warp kam ja mehr, das wäre immer richtig unnötig. Der andere ist. Ja gut, okay. Wieso er diese Attacke da auch immer hat. Ach komm. Willst du gegen die machen? Mit den zwei ist
Scheiße. Au. Ah, das kann nicht sein. Das 0 gegen 2 ist scheiße. Aber gut, was willst du machen? Ich bin tot. Oh gut. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch in den Fotomodus. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch schnell. So, und dann werde ich jetzt die nächsten Tage erstmal wieder Dragon Ball Heroes weiterspielen müssen, denn das müssen wir natürlich auch noch durchspielen. Vielleicht haben wir es auch derzeit schon weitergespielt. Ich weiß noch nicht, wie ich die Videos hochladen werde. Tut mir auf jeden Fall leid. Wie gesagt, wir sind jetzt in Kapitel 5 angelangt. Also noch ein paar Missionen und dann habe ich das Spiel endlich durch. Freue ich mich schon ehrlich gesagt richtig drauf. Genau, Goku Junior gegen den Son Goku. Wir gehen mal in der Stadt. Zukunftsstadt. Und ja, gucken uns das ganze Spiel mal an. So. Sind wir auf jeden Fall. Das können wir jetzt schlecht in einem Fotomodus alles ansehen, aber ich sag mal, diese Attacke jetzt kann man schlecht im Fotomodus ansehen. Au. Zack. So, haben wir noch den Meteor-Crash. Und die Dragon Pills. Okay. Das ist ja cool. Coole Combo auf jeden Fall. Also Custom Combo ist das, glaube ich, sogar. Ah, zu spät. War wieder eine Runde zu spät. Wohl. Ah, egal. So, jetzt sehen wir uns noch eben den anderen Goku noch eben an. Genau, dich. Und wir kämpfen mal. Ach, wir nehmen einfach den. Und so. So machen wir das auf jeden Fall. So. Ja, ich glaube, der hat aber auch ganz normale Attacken. Bis auf die eine Attacke, da war ja was. Ups. Da kann das zehnfache Warp Kamehameha. Und ja, das hier. Oh, ich hasse dieses Drücken. Ja, so. Und so, jetzt haben wir es noch mal ganz. Jetzt gucken wir es doch einfach mal so an, nochmal.
Kann man gut kombinieren auf jeden Fall. So, das war das Video auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wieder. Ein neues Video zu Dragon Ball Xenoverse 2.